So, meine lieben YouTube-Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video die Sportzeitung-Nachrichten. Im ersten Part die Fußballbarometer, Köpfe der Woche und Titelsammel der Woche. Und am Nachmittag kommt noch das Video zu den Kick-and-Rush-Nachrichten aus der Premier League und aus der zweiten Bundesliga. Fangen wir an mit dem Fußballbarometer. Keisuke Honda übernimmt Kambodschas Nationalteam, wird dort General Manager und kickt nebenbei bei Melbourne Victory in Australien. Erik Hamrén, der 61-jährige Schwede, ist der Nachfolger von Heimir Hallgrímsson als isländischer Teamchef. Esam El-Hadary, Ägyptens 45-jähriger Keeper, macht Schluss, aber nur im Team, um sich auf seinen Club zu konzentrieren. Gerard Piqué, nach 102 Partien, hatte Barca-Star seinen Rücktritt aus der spanischen Nationalmannschaft bekannt gegeben. Köpfe der Woche: Simply Serbest. Perfekter Einstand von Ex-Australier Tarkan Serbest bei seinem neuen Club Kasim Pasha. Der türkische Neo-Teamspieler wurde zum Saisonauftakt gegen Rizespor in der 64. Minute eingewechselt und erzielte in der 81. Minute den Ausgleich zum 2:2. Danach gelang Kasim Pasha noch der Siegestreffer zum 3:2. Der Club aus Istanbul belegt in der Vorsaison den 8. Platz. Litauen Legionär. Und wieder ein neuer ÖFB-Legionär. Der Ex-Wolfsburger Daniel Offenbacher landete in Litauen beim FK Sūduva Marijampolė, wo er auf Mirotic Topčagić trifft, mit dem er schon beim WRC zusammen spielte. Sūduva feierte 2017 seinen ersten Meistertitel und steht nach einem 1:0-Auswärtssieg bei Spartak Jümeral vor dem Aufstieg in die Europa League Playoffs. So, das war's mal. Also jetzt kommt noch der Titelsammler der Woche. Messis 33. Titel. Das fängt ja gut an. Die spanische Fußballsaison hat noch gar nicht recht begonnen, sorgte Lionel Messi bereits für den ersten Rekord. Der FC Barcelona holte sich in Tanger in Marokko mit einem 2:1-Sieg gegen den FC Sevilla den spanischen Supercup. Es war die 33. Trophäe, die der Argentinier mit Barca gewann. Damit stellte der 31-Jährige einen neuen Clubrekord auf. Bisher hatte er sich diesen mit Andrés Iniesta geteilt, der vor wenigen Wochen nach Japan zu Vissel Kobe wechselte. Messi hat jetzt 9 Meistertitel, 6 Copa, 8 Supercopas, 4 Champions League, 3 UEFA Supercup und dreimal die Clublänge gewonnen. So, das war's mit diesem Video und dann später kommen noch die Kick and Rush Nachrichten aus der Premier League und aus der zweiten österreichischen Liga. Also, bis später.